Und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ja, in der letzten Folge bzw. den letzten beiden Folgen ging es ein wenig chaotisch zu. Wir haben auch Quests gemacht, aber ich habe das Wichtigste da noch nicht verstanden, was ich jetzt zum Glück verstanden habe. Und zwar, jetzt muss ich mal eben schauen, wie ich wieder reinkomme. Genau hier. Da wir, was haben wir denn jetzt, Stufe 7 gerade erreicht haben, möchte ich noch nicht unbedingt zu dem Werwolf. Also ich möchte schon gerne Stufe 8 vorher haben. Dann gibt es ja hier verschiedene Nebenquests. Was ist mit den Wahrheit liegt in den Sternen? Tiefen, ein Altar zu Ehren einer längst vergessenen Gottheit. Dort traf Geralt auf einen alten, halbsenilen Mann, der behauptet, die Zukunft vorhersagen zu können und dies auch tun würde. Ach so, genau. Den sollen wir besuchen. Ja, dann würde ich schon fast sagen, ich glaube, das bin ich jetzt auch gerade am Folgen, wenn ich das richtig sehe. Genau, die Wahrheit steht in den Sternen. Dass wir uns da jetzt mal auf die Suche nach diesem Wahrsager machen. Der ist da oben. Und natürlich habe ich nichts, wo ich da hinporten könnte. Dann werde ich mich aufmachen und wir sehen uns dann gleich bei ihm wieder. Weißer Wolf, ich habe dich erwartet. Komm her. Nein. Mann, nimm das doch an, wenn ich B gedrückt halte. So. Hallöchen. Bist du, du bist der Flüchtling. Wir hatten da jetzt gerade mit mir gesprochen. Warst du das? Ja. Kennen wir uns? Nicht persönlich, obwohl ich dich schon oft gesehen habe. Ich habe eine Gabe. Ich kann in die Zukunft sehen. Auch in deine. Aber nicht kostenlos, schätze ich. Ich verlange nicht viel. Wenn du einen Happen zu essen hast? Ja, aber ich würde vorher erstmal ein bisschen gewinnen. Ich wollte fragen... Ja, ich spiele Gwint. Und ja, wir können um die Preiskarte in meiner Sammlung spielen. Du kannst Gedanken lesen? Die guten Götter haben mich mit etwas Hellsicht gesegnet. Nur mit etwas. Denn sie bezieht sich nur auf alltägliche Dinge. Keine Vogelscheiße wird mich je treffen. Aber bei Gwint hat mir meine Hellsicht noch nie geholfen. Das ist natürlich scheiße. Legen wir los. Das ist das Hellsehers Los. Im Herbst werde ich wissen, wo es die besten Butterpilze gibt. Aber wie man spielt und nicht verliert, das werde ich nie wissen. Ein schöner Sieg. Nimm diese Karte. Du hast sie verdient. Weißt du, wer sonst noch Gwent spielt? Es gibt in Wehl nur noch einen Gegner, der deiner Zeit würdig ist. Im Dorf Mittelhain. Man nennt ihn Haddi. Der Lümmel zählt erst ein paar Lenze, aber lass dich davon nicht täuschen. Na, das ist doch schön. Dem werde ich dann auch nochmal einen Besuch abstatten. Aber deswegen sind wir ja nicht hier. Zurück. So, ich habe Lebensmittel besorgt. Ich weiß nicht, was wir haben, ehrlich gesagt. Hier. Danke. Eine feine Gabe. Die ist wahrlich eine Weissagung wert. Na schön. Erzähl schon. Ich sehe einen weißen Wolf. Er betritt eine endlose Höhle. Er singt eine Hymne des Irrsinns und der Verzweiflung und beschwört, was nicht tot ist, weil es nicht sterben kann. Das ist nicht die Zukunft. Das habe ich schon erlebt. Und du hast wohl in irgendeiner Ballade davon gehört. Mein drittes Auge wird immer schlechter, je älter ich werde. Aber wenn du mir etwas Drachenwurz bringst... Seltene Pflanze. In der Tat. Aber einst wuchs sie in einer Höhle südöstlich von hier. Okay, ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und pflücke magische Wurzeln. Naja, vielleicht können wir da auch noch was von gebrauchen. Gut, mal sehen, was ich tun kann. So, finde mit Hilfe deiner Sinne. Ist das weit von hier? Können wir da zu Fuß hin? Ja, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ach so, wäre allerdings ganz hilfreich, wenn wir da noch mal eine Markierung hinmachen. So, Plätze. Dich hole ich jetzt erst, wenn ich hier durch bin. Nee, falsche Taste. So. Plätze. Verdammt mich doch, du fauler Ackergaul. Komm zu mir.
Jetzt heulen die Frauen hier schon rum, nur weil das alte Pferd nicht kommt. Heute noch. Plötze. Hier, komm bei Fuß. Komm zu mir. Ja, feiner Plötze. Können wir jetzt endlich mal. Komm schon. So, wir sehen uns am Zielort wieder. Weil mit Plötze dauert das immer so lange. Bis gleich. Okay, da sind einige Gegner. Ja, 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 ja. Diesmal habe ich nicht gedrückt gehalten. Ich weiß, ich weiß. Was ist das denn da? Die Frage ist, Nein, 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 nein. Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich eigentlich. Das ist vermutlich die Höhle. Okay. Ich habe ja gespeichert, ne? Oh, da hinten sind noch mehr. Oh, oh, oh. Womit weiche ich nochmal aus mit rechts, ne? War das schon alles? Okay. Okay. Gut, kann ja jetzt keiner ahnen, dass das Stufe 2 ist. So, die Frage ist, was mit dir? Das Schwert nehmen wir auch noch mit. Ruhlblut. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Ich habe keine Ahnung, aber wir nehmen es mit. Da oben ist noch einer. Drin, drin, drin. Das nehmen wir auch mit. Was haben wir jetzt da gerade aufgenommen? Irgendwelche Eier oder was? Moment, wir müssen hier wieder... Oh, hier wieder raus, ne? Oder? Moment. Zeigt er mir nicht an. Und es ist wieder so verwirrend, weil er mir wieder rechts anzeigt und die Karte links anzeigt. Aber ich glaube, wir sind von hier gekommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, genau, hier ist der Ausgang. Okay, sehr schön. Was, was, was? Achso, das war nie. Plätze! Minjung, da bist du. Wir reiten wieder zurück. Und wir sehen uns beim Hellseher wieder. Plätze, könntest du aufhören, immer über die Leute drüber reiten zu wollen? So, Moment. Meister Hexer. Es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Höhlen bei Mittelhain und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Bist du eine neue Quest? Hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon. Anscheinend nicht. Hexer, hast du viele von diesen Bestien, du weißt schon. Ich persönlich jetzt noch nicht, aber die Hexer generell schon. Und Geralt eigentlich auch. So, da bin ich wieder. Oh, du bist zurück. Ja, deine Gabe für das Offensichtliche, das ist schön. So. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben. Und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen ich her, dem ausgesäten Samenkorn.
Idlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Okay. Ja, 50 Erfahrungspunkte. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, ob das viel ist. Oh ja, ist aber doch schon ein bisschen zumindest höher gegangen. So, dann schauen wir mal. Das können wir ja noch nicht weitermachen. Da müssen wir ja noch... Finde raus. Ach so, genau. Da müsste ich noch irgendwas holen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, das wäre die Quest gewesen. Oder war das eine dieser Nebenquests? Gewinnt, Rennen. Besiege Hadi aus Mittelheim. Den meinte er, glaube ich. Die verfolgen wir jetzt mal. Und zwar ist der... Wo bin ich jetzt gerade? Wo bin ich denn überhaupt gerade? Ich bin in Velen. Der ist in Velen. Aber das ist doch der... von Mittelheim, ne? Das ist ja die Quest. Dann würde ich sagen, port ich mal hier hin und sehe euch gleich am Zielort wieder. So, irgendwo hier sollte unser Zielpunkt sein. Schwalbe, Schwalbe. Dornengestrüpp. Baut ihr eure Boote aus Kiefernholz? Natürlich nicht. Meine Frau hat Kiefernholz angeschleppt, damit ich hier eine Wiege baue. Läuft das Bootsgeschäft denn nicht gut? Überhaupt nicht. Es gibt keine Fische. Okay. Ich habe gehört, du bist ein guter Bootsbauer und ein noch besserer Kartenspieler. Willst du spielen? Bin immer bereit für eine Partie. Du bist der Hexenmann. Der Mut. Nach den Regeln gehört die Karte mir. Ja, so ist es. Ihr Götter, ich glaube, du hättest das Zeug, gegen Hadi anzutreten. Die Leute lachen über ihn, weil er noch jung und nicht gerade klug ist. Aber angeblich hat er es gewagt, den Baron selbst zu besiegen. Das habe ich auch sein, schon. Wenn die Männer aber des Barons okay. Den Arsch versohlt haben. So, besiege Hadi aus Mittelheim und nimm ihnen eine einzigartige Karte ab. Ja, ach, da ist Mittelheim. Ha, 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 sehr schön. Da porte ich doch mal direkt hin. So. Da war doch gerade noch. Die Frage ist, habe ich die hier schon genommen? Ich glaube, hier hatte ich... Nee, eine neue Markierung habe ich bekommen. Und du bist der Hexenmann? Der Mutant? Man ist wieder bei dieser Hexe gewesen. Die verzaubert sie, ich sag's euch. Sie saugt ihnen das Leben aus dem Körper. Da drin ist er, ne? Hier sind keine Wachen, nehme ich mal an, oder? Wupp, genau. Machen wir erstmal hier alles aus. Da war ich doch schon mal, oder? Oder sieht das alles nur irgendwie gleich aus? Kann ich das von hier drin auch klauen? Okay. Was ist doch der Typ? Ach, hier, Hadi. Hallöchen, Kleiner. Spielst du Gwint? Hadi ist doof, heißt es. Aber das stimmt nicht. Hadi kann kein Feld bestellen und keine Fische fangen. Aber Karten spielen, das kann er. Warum also, redet Hadi? Ja, Hadi spielt Gwint. Von sich selbst in der dritten Person, wenn Hadi überhaupt gar kein Adeliger ist. Dann spielen wir. Hadi hat verloren. Kommt vor. Nimm deinen Gewinn. Dankeschön, so macht das Ganze Spaß. So. Dann schauen wir noch mal. Quests. So, Nebenquest. Rennen. Ein Rennen in Krähenfels. Ehrlich gesagt, auf Rennen habe ich jetzt nicht so die große Lust. Haben wir noch irgendwas, was noch mehr gewinnt? Gewinne Stefans einzigartige Karte. Ja gut, ich will jetzt hier nicht nur Gewinn machen. Das kann ich ja mal nebenbei machen. Andererseits weiß ich nicht, ob da irgendwelche Texte bei sind. Ich würde sagen, dann machen wir das doch mal eben. Wo sind wir denn hier? An diesem Ort ist eine neue Quest verfügbar. Wieso kommt das jetzt in Ausrufezeichen und nicht mehr in Fragezeichen? Das muss ich auch nicht verstehen. Dann reisen wir doch mal dahin.
und schauen mal, wo wir den Typen finden. Kaum zu glauben, dass Nienke mit Hexerei zu tun hat. Was haben sie denn hier für Asthma, Leute? So, hallo. Ich suche den einzigartigen Spieler. Habe ich das jetzt überhaupt markiert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, markiert habe ich es nicht. Was muss ich tun, um deinen schönen Turn zu kriegen? Viel in der Sonne rumlaufen, gut essen und viel bewegen. Danke. So. Wie sollen wir es je nach Weißbrück schaffen? Ich wusste es. Und Banditen auf den Hauptstraßen. Er sagt mir, dass ich hier rum rein soll. Schon mal. Hier ist auch ein Eingang. Hat sich gut aus. Dass du 300 Dollar schwarzes Tuch gekauft hast. Kennzeichen des Bösen. Geschäft, meine Lieben. Nix Kennzeichen des Bösen. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann nicht schaden, die Dinge klarzustellen. Oh Gott, was haben Sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein? Ja, der redet nicht viel. Spielst du Quint? Nicht gegen jeden und immer um hohe Einsätze. Gegen dich vielleicht. Ich spiele zu deinen Bedingungen. Ich verliere nicht gern, aber wenn, dann mit Anstand. Karte und Preis sind dein. Du spielst schon eine Weile. Sicher weißt du, wo ich interessante Karten finde. In Novigrad wäre da Olivier, der Tavernenwirt. Der spielt, wenn auch weit unter meinem Niveau. In Velen wüsste ich den Wirt der Taverne am Scheideweg. Ja, neuen Gegenstand erhalten. Jennifer von Winterbergen. Ja, super. Oh. Entschuldigung. So, ich glaube, hier sollten wir auch mal lieber nichts klauen. Ich bin mir nicht sicher. So, ja dann. Mal, nee, nicht Weltkarte. Nein, nein, nein. Dann mal schauen. Spiele gegen Würte. Was haben wir hier unten? Ach nee, meisterliche Rüstungsschmied. Aber das können wir doch nicht machen. Das ist erst Stufe 24. Schade eigentlich. Das hätte ich jetzt wirklich gerne gemacht. Der Flüsterhügel. Ja, das ist doch der, wo wir nicht weiterkamen wegen dem, er sprach mit dem Dorfältesten, erfuhr, dass die böse Macht hinter dem Morden, wo sonst im Flüsterhügel zu finden war. Ja, das ist, meine ich, das mit dem Werwolf, wo wir noch weitermachen werden. Sammle sie alle, vervollständige deine... Ich würde sagen, dass ich jetzt mal eben die Kartensammlung dann noch vervollständige. Hexeraufträge haben wir leider nichts in unserer Klassenstufe. Monster im Wald, das war, glaube ich, nicht das, was wir erstmal abgebrochen hatten, weil da brauchten wir nämlich irgendwas für, was ich noch nicht habe. Ich sag's ja nicht gerne, aber wir könnten dann wirklich mal den Flüsterhügel, der Fall des Hauses Rückkehr. Frage Dolores nach den Monstern in ihren Anwesen. Das könnten wir machen. Ich würde sagen, wenn ich auf dem Weg dahin bin, mache ich nochmal eben die anderen Sachen hier mit dem Gwyn spielen, weil anscheinend sagen die da jetzt nichts, was für euch jetzt relevant sein könnte. Und dann machen wir gleich den Fall des Hauses Rückkehr weiter. Bis gleich. Gibt es ein Land, wo ich mehr Oha. Von deiner Art finden kann? Nichts Böses übersteht das heilige Feuer. Das heilige Feuer brennt, erleuchtet und läutet. Heiliges Feuer, verbrenne, erleuchte, läute. Seht die Flamme der Gunst und der Gnade. Spezialschalterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur... So leben wie ihr.
Helft mir, ihr guten Leute, bitte! Götter, seht! Ein Doppler! Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt. Krallippenmenge. Verrückte Eigenschaft hinzugefügt. Felicias Prodi. Eintrag Chapelle. Achso, das sind aber, glaube ich, die anderen Sachen. Ja, ich wollte euch ja eigentlich jetzt erst zurückholen, wenn ich die Gwind-Einsätze gemacht habe. Aber als ich hereingeritten bin, hier oben in Novigrad. Nee, ich bin hier in Novigrad, hier oben im Platz des Hierarchen. Ja, genau, das kam, glaube ich, gerade, als ich heraufgeritten bin. Da kam auf einmal diese Sequenz und ja, das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit einem von denen jetzt reden soll. Aber ich schätze mal, dass das wohl noch wichtig werden könnte später. Ich weiß es nicht. Ich werde weiter ein paar Kartenspiele machen und wir sehen uns dann gleich bei der Quest wieder. Ich sollte nicht mehr werden. Warum denn? Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Ritter Sporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Ich suche einen Mitspieler für eine Partie Gwind. Dann bist du hier richtig, mein Freund. Wenn du sofort spielst, setze ich die einzigartige Karte aus meiner Sammlung. Sicher, spielen wir. Grabel! Er starb. Hast gewonnen. Die Karte ist dein. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Sei gegrüßt. Der blutige Baron. Ja, hier können wir wohl mit jemandem sprechen. Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert. Aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um. Und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen. Und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Wie ironisch. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Okay. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temerier, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein. Und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihm Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Na gut, dann gib mir mal deine Karte. Angeblich spielst du Karten. Das stimmt. Ich habe einen Aushang gemacht. Die Zeiten sind hart und gute Karten sind oft mehr wert als Gold. Also, spielen wir? Ja. Ich muss zugeben, dass mein Ross zu hoch war. Tja, Dummheit kann teuer sein. Meine Preiskarte gehört dir. Dankeschön, Dankeschön. Belästige uns alle.
So, was haben wir denn jetzt hier noch? Nein, nein, nicht die Weltkarte. Ich meinte eigentlich die Quests. Wir haben jetzt keine... Ah, nee, das sind beide Nebenquests. Wir haben jetzt keine Quests mehr mit... Das war das mit dem Rüstungsschmied. Doch, hier. Mehrere Orte. Boah. Okay, mehrere Orte ist natürlich jetzt nicht sehr... Ich würde sagen... Flüsterhügel. Ich schaue noch mal kurz nach, ob das jetzt das mit dem Werwolf war. Weil bei den ganzen Namen, bin ich ganz ehrlich, vertue ich mich da auch gerne. Ja, das doch, das ist die alte Eiche. Das war das mit dem Werwolf. Dann wiederum muss ich allerdings mal kurz gucken, bevor ich mich dahin begebe. Nicht Alchemie. Ich muss überhaupt erstmal wissen, Glossar. Wir haben Wölfe, aber wir haben keinen Werwolf hier drin stehen. Oder war der ganz unten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, da sind nur die normalen Wölfe drin. Warum, wenn ich doch schon mit dem gekämpft habe und sogar entkommen bin, also ist jetzt nicht so, dass ich gestorben bin, warum Bestienöl... Bestienöl. Das könnte natürlich immer sein. Aber ich habe mir irgendwo was aufgeschrieben. Ich bin gerade am gucken. Genau, hier habe ich meinen... Also, wir bräuchten am besten verfluchten Öl auf dem Silberschwert. Da habe ich nämlich extra noch nachgegoogelt, weil ich gedacht habe, falls das nicht funktionieren sollte, dass ich zumindest was in der Hinterhand habe, dass es vielleicht doch noch funktioniert mit dem Werwolf, weil es ist halt blöd, wenn man da nicht weitermachen kann. So, wir brauchen die Bombe Mondstaub. Die ist, glaube ich, am effektivsten. Oder die Bombe Teufelsbovist. Jetzt schauen wir mal eben nach. Wir haben Alchemie. Das sind Absunde, Öle. Ach so, Öle, ja. Verfluchtenöl. Haben wir ein Verfluchtenöl? Natürlich nicht. Wir wissen auch nicht, wie es geht. War ja klar. Das sind Tränke, Bomben. Bomben haben wir natürlich nichts von denen, die wir brauchen. Also, das ist wieder die beste Voraussetzung, um hier weiterzumachen. Ah, ich liebe es doch. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo wir das finden könnten. Das ist halt das Problem. Setzt eine Wolke. Schrapnellschaden. Bewirkt etwas Feuerschaden? Könnte vielleicht auch gut sein gegen Werwolf. Ich weiß es nicht, weil Feuerschaden ist natürlich... Wobei Gift sind die ja doch sehr... Also laut Teso zumindest sind die ja gegen Gift sehr... Ach so, Alkohol. Da wollte ich nochmal gucken. Ah, da haben wir nicht genug Zutaten für... Ich würde nämlich gerne zwischendurch immer wieder Alkohol machen, damit wir hier... Was brauchen wir denn da noch? Kirschlikör. Oder... Irgendein Schnaps. Na gut. Das sind alles... Alchemistische... Moment, Werwolf Absund? Das ist aber nur auf mich bezogen. Okay. Ja, ich könnte es jetzt noch mal probieren. Ich würde sagen, dass ich auch... Hallo? Wie, ich kann mein Spiel jetzt nicht speichern. Ich möchte mein Spiel aber jetzt speichern. So, geht doch. Hast du meine Klappe? Er starb besoffen, aber als feiner Mann. Oh Gott. Okay, ich gehe mal ein bisschen außerhalb, weil die sind mir hier doch gerade... Ja, an dieser Stelle wollte ich eigentlich nochmal den Werwolf versuchen. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt. Deswegen mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und den Rest seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.